Athena.
Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Zur Zwischenwelt in deinem eigenen Vorgarten. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya
Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist es. Ich werde dich im Auge behalten. Keine Sorge, Kinder sind zäh. Ich habe mir in seinem Alter den Kopf abgeschnitten und mir hat's auch nicht geschadet. Der, die die Wendenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut
irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Die Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreise. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause. Die Stadt Ehrheim. Der Brücke ist schwer. Zugang überwacht. Folge einfach dieser Brücke. Weg. Ich hatte gehofft. Verbrenne Hales Dornen mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert. Verschlossen. Jetzt. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim? Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell.
Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die in Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden? Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Können wir vielleicht rausklettern, wenn wir drankommen? Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Verrückt, dorthin zu gehen. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Yeah!
Jetzt das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Kratos! Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Sein. Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Öffne das Schloss mit einer Bö von Helswin. Dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte ist. Du, jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. War viel zu lange fort.
ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hehl zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Thank you.
es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard. Hans. Vater, war Zeus? Endlich verstehe ich. Verfluch dich, Baumler, an der Hüfte vom Geist Spartas. Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Pantheon verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihn nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du
wirst ihm nichts sagen. Asche. Noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Läuft vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum.
Freya, das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Nun denn, bevor Brody uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Bruch erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Jemand hat vorher geschlagen.